Aloha, hey, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 7. Ach, in der letzten Folge hat es einen mächtigen Schock gegeben, auch wenn es für mich nicht wirklich überraschend war. Und zwar haben wir gesehen, dass Mr. Baker immer noch am Leben ist und quasi unsterblich ist. Auf der Videokassette von Mia haben wir Mia erlebt und sind in ihre Haut geschlüpft und mussten uns vor der Margaret verstecken, aber am Ende konnten wir ihr doch nicht entkommen. Ja, und wir sind hier in einen neuen Teil des Hauses vorgedrungen und haben diese Kreatur getroffen, die äußerst schwer zu beseitigen war. Ne, ich habe jetzt fast meine gesamte Munition verballert. Das ist echt kein schönes Gefühl. Naja. Vor allem, wie viele von den Viechern kommen noch. Vielleicht ist es auch besser zu fliehen, als sie zu töten. Ich hatte schon so ein ungutes Gefühl, als ich diesen Raum betreten habe. Ja, das ist total eklig. Na gut. Vielleicht gibt es hier irgendwas von Interesse. Ich bin auch schon wieder. Nee, ich bin doch nicht schwer verwundet, nur leicht verletzt. Es geht noch. Ich habe auch genug Arznei, aber die Kräuter will ich lieber aufbewahren. Naja. Ich hoffe, dass Mr. Baker jetzt nicht hier um die Ecke kommt. Ja, hier ist wieder dasselbe. Ich denke mal, ich kann vielleicht die Münzen verwenden, warum auch immer. Aber ich muss das echt mal googeln. Ich weiß nicht, wofür diese antiken Münzen gut sind. Scheiße, scheiße, scheiße. Ach Gott, sei es gedankt. Ein Speicherraum. Hier brauche ich einen Dietrich für. Habe ich nicht. Pistolmunition, das ist gut. Was ist hier noch? Liebe Courtney, die Arschlöcher suchen nach mir, aber vielleicht gibt dir das eine Gelegenheit zur Flucht. Um rauszukommen, musst du die Reliefs finden, die wie Hundeköpfe aussehen. Ich habe einen der Köpfe im Zerlegungsraum im Keller gesehen. Finde den, er ist der Schlüssel hier raus, ja. Das ist auch der einzige Kopf, der uns noch fehlt. Alle anderen haben wir schon. Tja, also Mr. Baker läuft irgendwo hier im Haus rum und lauert auf uns. Und diese anderen Kreaturen sind jetzt anscheinend auch noch da. Wer weiß, wo sie noch auftauchen. Puh, verdammt, ist dieses Spiel gruselig. Aber ich liebe es, ich liebe es. Gut, ich habe soweit alles erledigt. Ich kann, glaube ich, auch nichts kombinieren, ne? Dann. Aber ich könnte was ablegen. Und zwar, ja, ich weiß nicht. Ich werde mal die Flintenmunition vorerst weglegen, oder? Ich weiß nicht. Oder lieber die antiken Münzen. Naja, ich leg mal das Schießpulver ab. Ich möchte schon ein bisschen Platz haben. Und dann werde ich jetzt endlich mal speichern. Ich hatte am Ende der letzten Folge schon ein ungutes Gefühl, weil ich keinen Speicherpunkt hatte und dachte, ne, renne ich vielleicht nochmal zurück, aber ich hatte Angst, dem Mr. Baker in die Arme zu laufen. Deswegen war es in dem Fall die richtige Entscheidung, dass ich weitergegangen bin. Oh Gott, ey, alles in diesem Haus sieht einfach nur gruselig aus. Und ich wette, im Keller wird es ganz besonders furchtbar werden. Das erinnert irgendwie gerade total an PT, / Silent Hills. Ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie sicherer, wenn ich die Türen verschlossen halte. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn man Angst hat, irgendwas laut auf einen, dass man möglichst den Rücken frei haben möchte? Oder halt, nicht frei, sondern halt
Ich weiß nicht, ich habe irgendwie Angst, dass wenn ich die Tür offen lasse, dass die pl mir plötzlich in den Rücken fallen. Die Bakers oder eins von diesen anderen Monstern. Okay, die Tür ist verschlossen. Ich hoffe, dass da jetzt kein Vieh rausgekrochen kommt. Verflixtes Vieh. Jetzt bin ich echt am Arsch. Erste Hilfe. Paket sozusagen, erste Hilfe. Wasser, aber jetzt habe ich keine Munition mehr. Aber ich weiß auch immer nicht, wie ich diesen Viechern ausweichen soll auf so engem Raum. Das ist echt schwer. War hier zunächst erstmal alles genauso wie befürchtet. Oh Gott! Lass mich! Oh Mann. Ich habe nichts zur Verteidigung. Was ist hier los? Ich wusste es! Ich... Scheiße! Ja, noch tiefer hinein, genau. Was soll das bloß werden, ey? Was soll ich nur tun? Scheiße. Vor allem ist es... Ist das jetzt schon das zweite Vieh oder ist es immer noch das erste? Ich bin so gut wie tot. Was mache ich nur? Scheiße. Ich muss das irgendwie anders angehen, aber wie? Ja, ich muss ihnen den Kopf abtreten oder ihre Körper komplett zerstören. Aber wie mache ich das? Wie kann ich das beschleunigen? Es ist ganz schön schwer. An die Flinte komme ich vorerst nicht ran. Ich meine, ich kann in einem gewissen Grad kann ich weglaufen, aber ich werde dabei fast immer getroffen, weil die Gänge so eng sind. Ich weiß nicht recht, ob ich erstmal zurückgehen soll, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt an die Schrotflinte schon rankomme. Muss vor allen Dingen irgendwie Kopftreffer landen, und zwar immer, auch wenn es schwer ist. Na komm, zeig dich, du Scheißvieh.
Ducken wollte ich mich jetzt nicht. Ach, das beruhigt. Ich hoffe nur, die bleiben auch wirklich tot. Also muss ich einfach nur ganz genau auf den Kopf zielen, aber vor lauter Panik ist mir das bisher oft nicht gelungen, aber ich muss mich jetzt echt versuchen zu konzentrieren. Also da war ein Vieh drin. Ich höre es auch schon. Ob das so eine gute Idee ist, hier reinzugehen. Oh, eine Karte. Sehr gut. Ich möchte echt mal wissen, also, wie konnten die das alles bauen? Also, und das ist so widerlich. Das ist echt so, als ob man ein geheimes Forschungslabor irgendwie mit einem Konzentrationslager kombiniert. Ein Skorpionschlüssel. Und ich wette, jetzt kommt gleich ein Vieh. Schatzfoto, interessant. Und noch ein Dietrich, auch gut. Also hat es sich schon mal sehr gelohnt, hier hinzugehen. Noch ein Kraut. Ein Grund mehr, dass hier wahrscheinlich gleich ein Vieh kommt. Auf jeden Fall weiß ich jetzt grundsätzlich erstmal die richtige Strategie. Weglaufen. Und zielen. Was mache ich aus der Chemikalie? Ich würde sagen, lieber nochmal ein bisschen Heilung, oder? Lieber mehr Munition? Ja. Vielleicht lieber mehr Munition in dem Fall. Und genau jetzt habe ich, glaube ich, die anderen Kugeln weggelegt. Ich bin auch voll. Ich habe etwas Nettes versteckt. Finde es, wenn du kannst. Ich gebe mir Mühe. Ah, was soll's. Ich werde einfach ein Kraut draus machen. Also halt noch ein Erste-Hilfe-Arznei. Wenn ich wirklich auf den Kopf schieße, dann brauche ich ja gar nicht mal so viele Kugeln. Oh, da geht's noch tiefer runter. Scheiße. Ist das ein komplexes Gebäude? Ich werde ihn da. Weg. Nein! Diesmal habe ich deutlich mehr Kugeln gebraucht. Jetzt ist die Frage, war das jetzt das Vieh, was da auch drin war, oder schon wieder ein neues? Naja, jetzt habe ich noch 10 Kugeln. Ich hoffe jetzt mal wirklich, dass das einzige Vieh gewesen ist. Oh, Lukas, ich habe den Kerl geschnappt, der immer zu fliehen versucht. Ich habe ihn in den Verbrennungsofen ganz links gesperrt, damit er nicht wieder abhaut. Hol ihn raus, wenn er fertig ist. Du weißt doch, wie man die Tür öffnet, oder? Denk dran. 3A und ein Handabdruck. Mach mit dem Mädchen, was du willst. Oh Gott. So viel dazu. Komm schon. Wieso ducke ich mich immer? Mir geht die Munition aus. Das war's. Unglaublich. Ich hab's besiegt. Ja. Ganz genau. Besser als nichts.
Okay, es kommen doch immer mehr Viecher. Ich hoffe nur sehr, dass die jetzt nicht im... Dass die jetzt nicht immer weiter spawnen. Fingerabdruck. Ja, das Ding war ja verschlossen. Da komme ich nicht ran. Oh yeah, yeah. Ja, ich bin auf jeden Fall ziemlich fertig, muss ich gestehen. Wenn ich da jetzt reingehe, kommt da noch ein Vieh, dann bin ich am Arsch. Oh, warte mal, hier waren doch Kisten. Oh, zum Glück. Und noch mehr Pistolenmunition. Ja, danke, danke, danke. Jetzt habe ich wieder eine Chance gegen die Viecher. Ich habe noch eine zweite Erste-Hilfe-Arznei hergestellt. Das heißt, ich kann mich heilen, falls ich nochmal schwer verwundet werde. Aber vielleicht schaffe ich es ja, das nächste Vieh mit einigen wenigen Schüssen zu erledigen. Na gut, ich werde jetzt mal zunächst mal hier lang gehen, bevor ich mich der nächsten Etage widme. Noch mehr Pistolenmunition, das ist gut. Da habe ich auch ein klitzekleines bisschen weniger Angst. Ja, wusste ich's doch. Es sind mehr als eins. Kaum hat man Munition, schon ist man am Arsch. Eins weniger. Komm schon. Scheiß Vieh. Nein! Gar nicht so einfach, die zu treffen. Yes, Mann! Drei Schuss. Das lief gut. Das lief echt gut. Ich hoffe nur, dass diese Viecher tot bleiben. Also, es werden sicherlich immer wieder vereinzelt neue spawnen. Aber ich hoffe einfach, dass es das dann grundsätzlich gewesen ist. Also, dass die bereits Getöteten nicht wieder aufstehen, so wie die Bakers. Die ach so liebliche Familie Baker. Oh Gott. Komm her, Scheißvieh. Jetzt habe ich mich schon wieder hingedockt. Ach ja, ich vergesse immer das Blocken. Mann. Wo ist es? Wo ist es hin? Doch unmöglich tot sein. Es hat sich bestimmt irgendwo verkrochen. Ja. Ja, scheiße.
Das war ein Volltreffer. Die bewegen sich so unberechenbar. Nein! Stirb doch endlich! Und ganz plötzlich ist dieses Vieh wieder so halbwegs unbesiegbar. Ey. Könnte das Kotzen kriegen? Oh Gott, da ist ja noch eins. Wie soll ich das nur schaffen, ey? Nein! Keine Munition. Was soll ich da überhaupt? Also ich kann ja jetzt nicht so gucken auf die Schnelle, so ohne Munition. Ich hasse diesen Abschnitt des Hauses. Verdammt. Die einen habe ich mit so wenigen Schüssen beseitigt und jetzt auf einmal... Ich warte mal, ich habe doch einen Skorpionschlüssel bekommen. Den kann ich dann vielleicht noch einsetzen. Toll. Flintenmunition. Genau das, was ich nicht brauche. Ist hier noch irgendetwas versteckt? Ein Kraut. Eine antike Münze. All die Sachen, die ich nicht gebrauchen kann. Chemikalie, kein Platz. Ah, okay. Was bringt diese starke Chemikalie eigentlich? Stärker als normale... Ah, ich verstehe. Sehr gut. Jetzt habe ich richtig starke Erste-Hilfe-Arznei. Das ist doch schon mal nett. Schießpulver. Nee, ich werde mich mal in den Ruheraum zurückziehen, Leute, weil das ist mir echt nicht geheuer. Jetzt habe ich ja auch noch Chemikalien und so weiter und vielleicht kann ich mir noch Munition basteln oder halt in diesen... in den anderen Raum kommen. Gruselig, das Vieh stand da. Hat mich aber irgendwie nicht bemerkt. Ich speichere erstmal. Ich hab genug. Scheiß. Achso, er speichert jetzt schon automatisch. Nee, erstmal muss ich jetzt mal die Kiste hier in Ordnung bringen. Ach ja, warte mal. Dietrich. Das war doch hier. Ja. Was gibt's da drin? Munition. Yes. Mal nachladen. Antike Münzen, mit denen ich immer noch nichts anzufangen weiß. Okay, das Schatzfoto, das kann erstmal raus. Ich denke, ich kann mir das merken, hoffentlich. Arzneimittel. Die Kräuter werde ich erstmal... Oder ach komm, ich werde die antiken Münzen entfernen.
mich damit. Ich weiß aber nicht, was ich damit tun soll. Ja. Ich kann nichts kombinieren, mir fehlt jetzt die Chemikalie. Ah, es gibt verbesserte Kugeln auch. Das ist nicht schlecht. Das ist ein richtig cooles System, wie ich finde. Na dann, ich speichere. Uiuiui. Das ist ganz schön gruselig. Gut, geschafft. Bevor ich jetzt wieder in den Keller gehe, denn ich werde ja so oder so dahin müssen, gehe ich jetzt mal zurück und versuche, den einen Skorpionschlüssel anzuwenden. Ich habe, glaube ich, zwei Türen davon gesehen. Mal sehen, was ich damit ausrichten kann, aber ich werde jetzt wohl oder übel Mr. Baker wieder in die Arme laufen. Aber vielleicht auch nicht, vielleicht kann ich ihn umschleichen. Das werden wir gleich sehen. Gespeichert ist er schon mal. Ah, siehst du? Hier ist schon der eine Skorpionschlüssel. Habe ich wieder einen Inventarplatz frei. Ah, hier bin ich. Sehr interessant. Und dient das möglicherweise dazu, um sich Abkürzungen zu schaffen. Ach, das war nur ein Schatten. Ich dachte schon, das wäre der Mr. Baker. Tja, ich habe wahrscheinlich immer noch keine Möglichkeit, an die Schrotflinte zu kommen. Ich hätte die so gern. So gern. Na gut, aber ich muss auf jeden Fall in den Keller. Das andere bringt mir nichts. Das war jetzt nur eine Abkürzung. Aber ansonsten hat sich an meiner Situation nicht das Geringste geändert. Alle Dietriche sind verbraucht. Ja. Naja. Ich werde mich dann mal wieder in den Keller begeben. Wohl oder übel. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge von Let's Play Resident Evil 7. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Es macht mir unglaublich viel Spaß und es ist sehr, sehr gruselig. Bis dahin. Wow.